Ja, willkommen zurück. Hä? Ich werde jetzt kurz bei einem anderen Spiel Shift gedrückt halten zum Rennen. Und ich werde jetzt schlafen gehen. Dann nach draußen. Oh. Und ich hätte mir eigentlich schon mal Gitter mitnehmen können aus meinem Lager. Und Lava. Oh. Achso, ist hell. Ja, alles klar. Alles klar. Bäm. So. Alles aus Stein. Was brauche ich noch? Habe ich sowas eigentlich schon mal gebaut? Ja klar, habe ich sowas gebaut. Und habe ich das irgendwo reingetan? Mal sehen. 2, 3. Iron Bars. Hör mal. Da habe ich noch ein Bett. Soulstone. Mit Soulstone muss ich mir auch mal irgendwas Cooles überlegen. Den Seelenberg. Wo die Ratte jetzt gleich umdreht und mich tötet, töte ich die Ratte. Na gut, das Wasser habe ich mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Aber wenn ich mich jetzt hier so hinstelle... Doch, geht. Also mir gefällt's. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ah, hier die Ecke sieht so ein bisschen klobig aus. Und jetzt mal sehen, wie ich den Zaun überhaupt setzen kann. Kann ich ihn einfach hin? Ne, kann ich nicht. Kann ich ja gar nicht. Doch, kann ich wohl. Ne, kann ich nicht. Kann ich doch. Oder kann man den einfach so zwischensetzen? Mal sehen. Hm. Mit was für einem Werkzeug macht man das am besten kaputt? Mit einer Spitzhacke auf keinen Fall. Schwert sieht genauso. Ne, sieht noch länger aus. Schaufel probiere ich erst gar nicht. Mein Bogen kann das sowieso nicht. Das wäre eine dumme Idee mit dem Bogen. Wie behindert. Hey, es geht sogar. Cool. Da mache ich mal eins, mache ich das weg, dann sieht es komplett gleich aus. So, jetzt tschüss. Und mach dann ein... So einen Block dahin, dann kommt hier noch ein Block hin. Jetzt ist auch genug Platz für die Lava. Und so einer reicht, genau. Boah, krass. Da ist ja mal so nix drin. Das ging. So, jetzt hier die drei Teile noch weg. Jetzt verbrenne ich den Sand. Müsste eigentlich sofort zu Glas werden. Psch. Rein theoretisch. Oh. Klatsch. Nein, zu viel. Noch viel zu viel. Und interessant sieht das wahrscheinlich erst im Dunkeln aus. Wenn überhaupt. Also kleine Kellerluken. Doch, ich find's gut. Sehr nice. Und die Kellerluke, die nicht leuchtet, da fährt die Minecart-Bahn Richtung Turm. Richtung des USB-Sticks, wie viele geschrieben haben. Auch nette Beschreibung. Aber der sieht ja nur im Moment so aus. Und nein, meine Taschen sind schon wieder voll. Habe ich doch mal eben eine Idee. Hier kommt jetzt mal Erde hin. Und zwar erstmal nur bis... Hier vor wird noch einiges passieren. Auch mit Bäumen und Hecken und dergleichen.
weiß, ich habe wieder zu viele Baustellen. Einmal mein Baumhaus, den Turm, den Tunnel. Hier vorne, dann das Ding, was ich da in der Ecke gebaut habe. Dann wollte ich mal wieder in einen Dungeon rein, aber ist ja egal. Wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass morgen dann alles weg ist. Oder sollte ich das doch ein bisschen weiter bauen? Ah, warte mal. 1, 2. Geht genau bis zur Hauskante. Und jetzt kommt da der Sand rein. Obwohl, ich kann die Wassereimer. Egal. So führt erste. Oder soll ich direkt ein bisschen mehr machen? Ich guck mal, wie viel Dirt ich habe. Davor baller ich direkt den ganzen Dirt. Das ist jetzt das Schöne, man kann einfach zurücklaufen, rechte Maustaste gedrückt halten und der baut. Baut alles falsch, hör mal. Zack. Zumindest sind hier keine Endermänner mehr. Ab 1.9 wird der Mod dann rausschmeißen. Ja. Und ich glaube, hier wächst auch kein Gras drauf. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Weil soviel ich weiß, wächst Gras nur auf benachbarten Grasblöcken. Da müsste ich mir irgendwo mal was rumbauen. Eins, zwei, drei und... Und es hört nicht auf. Sehr nice. Anfangs wollte ich hier noch eine Monsterfalle bauen, weil hier immer so viele Leute sind. Aber das Monsterfalle, ich wollte das hier so schräg abfallen lassen. Dass die dann hier runterfallen und unten im Haus dann passend zu der Tür, was... ja, die Monster halt gefangen werden. Aber dann dachte ich, baue da was viel Besseres rein. Weiß zwar noch nicht was, aber okay. Ist bestimmt besser. Und ich habe gar keine Diamanten mehr, fällt mir ein. Ich muss mal wieder Diamanten suchen. Und jetzt baue ich doch mehr. Aber ich habe ja gesagt, so viel Dirt, wie ich habe. Schaufel weg, neue Schaufel aktiviert. Obwohl hier unterhalb so Kellerfenster, das wäre bestimmt auch cool. Hier so komplett entlang. Dann hätte die Tür dahin auch einen Sinn, dann könnte er da drunter führen, dann würde da auch Licht reinkommen und dergleichen. Und geil und super toll. Weiter geht's. Die letzten 64 fange ich mal an. Ach genau, und die Bibliothek haben wir auch noch. Ich glaube, die mache ich jetzt mal als nächstes fertig. Oder als übernächstes. Das bleibt jetzt erstmal so. Keine Lust mehr, da was zu setzen. Ach ja. Taschen sind voll. 2 Kohle. Komm, mach ich mal so. Und dann kann ich da durchrasen. Und Anlauf. Nein. Mal. Irgendwie bin ich so in der Mitte gekommen. Da konnte ich leider nichts mehr abbauen. Aber so. Und ich heb nichts mehr auf. Meine Taschen sind voll. Meine Taschen sind voll, was kann ich entsorgen? Eigentlich nichts. Ich werde jetzt mal eben aussortieren, dann wieder hochgehen, dann den Kram sammeln. Und dann ist die Frage,
den Tunnel mal eben ein Stückchen weiter bauen. Zumindest so, dass man unten in dem Turm landet oder aber was anderes machen. Ich wäre fast schon für den Tunnel. Dann ist das Projekt auch schon mal abgeschlossen. Zumindest das mit dem Tunnel. So, Gravel. Sand, Sandsteine, Glas. Glas? Habe ich noch Glas? Nein, habe ich nicht. Redstone-Zeugs. 23 Schienen könnte reichen, muss aber nicht. Mob Drop. Habe ich ja mal gar nichts. Und noch eine Blume. Nein. Wolle in allen Farben. Wo kann ich denn hier mal mehr loswerden? Ich habe keine Lust mehr, alles mitzunehmen. Holz? Doch, Mob Drop. Mein Kuhfell. Erde, Kohle, da ist es. Vielleicht die Gitter noch weg. Gitter und die Eimer, dann sollte er doch erstmal wieder funktionieren. Wollte schon sagen, wo sind meine Steine überall hin? Oh, da ist noch ein Eimer drin. Schaufel habe ich noch relativ stark. Spitzhacke geht auch noch. Auf geht's. Oh, schon dunkel wieder. Muss ich mir auch noch einen anderen Namen für einfallen lassen. Gebirgsturm. Da ist es, die Baustelle. Ah ja, da war der Dungeon. Oh nein, bam. Hol. Na, oh. Nein, jetzt fährt's ohne mich weg. Nein. Ich glaube nicht, dass ich das auch kriege. Lauf. Kurz bevor ich da bin, habe ich bestimmt Hunger. Ma, was für ein Scheiß, ey. Haut mir das Kart ab. Das war mal gar nichts. Nein. So, zweiter Versuch. Vorher aussteigen und Kart kaputt machen. Ach, muss ich gar nicht. Ha! Erwischt. Und jetzt die restlichen Steine hier bis... Auch da hinten, das geht doch eigentlich. Das ist doch ratzfatz, ist das abgebaut. Super schnell. Außer das Kohlevorkommen, das geht bis was weiß ich wo. Oder hier ist nur noch Gravel drin, dann hätte ich auch ein Problem. Hä? Achso, boah. Ich dachte schon, hier wären schon drei Felder breit. Boah, Alter, und den Turm hochfahren, das wird ja richtig krass. Weil ich jetzt erstmal untere Erde bin, so halbwegs, und dann bis ganz oben. Das wird schon derbe, würde ich schon fast sagen. Aber macht ja nichts. Hohoho, sauber. Habe ich noch was, was ich da reinstopfen kann? Cobblestone. Nein, zu tief. Verdammt. Nein, oh Mann.
Ich hasse euch. Nein, nicht euch. Hier, die Pakete. Das Gravel. So, Kohle. Kein Bock. Ja komm, irgendwann muss doch mal gut sein, oder? Ich grab mich doch jetzt ein bisschen oben auf der Weltkarte wieder. Nur was jetzt so einigermaßen erreichbar ist und in meinem Gang hier rumhängt, das baue ich noch schön ab. Aber ich werde dem Kram bestimmt nicht folgen bis oben an der Oberfläche. Glaubt die Kohle eigentlich, wer sie ist? Tada! Okay, die einen waren jetzt unnötig. Pass auf, der führt jetzt wieder, ne, doch nicht. Dachte schon, der führt wieder bis ganz, ganz oben jetzt. So ein Kohleflöß. Okay, das ist noch akzeptabel. Das ist nur gerade. Da muss ich mich nicht auf irgendwas draufstellen, weil ich danach wieder abbauen muss. Sauber. Tunnel endet langsam. Ach ja, ich wollte eigentlich noch so einen Zwischenstopp machen hier. Wo der Cave ist, weil den Cave werde ich garantiert mal besuchen. Also der Cave ist genau hier. Da würde ich fast schon sagen... Ja, was würde ich denn fast schon sagen? Muss nur mal kurz überlegen, wie ich das am besten mache, damit man auch, wenn man will, durchfahren kann. Könnte. Zumindest in die eine Richtung, ja. Genau, Idee habe ich. Da muss ich hier so einigermaßen gleich großen Eingang schaffen. Da zum Thema Tunnel ist gleich fertig. Jetzt wieder aufgekloppt. Und noch ein nach hinten. So, das haben wir. Und es wird dunkler. Schritte oder was? Ja. Und das bin ich nicht. Genial. Soll hier erstmal ein Bilderbucheingang werden? Alles wunderschön. Ey, warte, so. Die vier mal eben weg. Bäm! So, und ich sag mal, hier mache ich jetzt mal einen Cut. Nächstes Mal geht's hier weiter und auch weiter da hinten. Also bis im nächsten Part. Tschüss.